Hallo und herzlich willkommen zurück zu Abandoned Ship. Nun geht es doch weiter. Der ein oder andere Daumen nach oben hat mir signalisiert, okay, mach doch mal doch mit dem Spiel weiter. Ja, das ist halt so ein bisschen gewisser Zwiespalt. Also ich finde das Spiel schon recht gut, zwar nicht super, hatte mir schon mehr erhofft, aber generell gefällt mir das schon ganz gut. Mein Problem war halt gerade, was Let's Plays angeht, dass es doch hier und da mal wirklich Phasen gibt, wo nichts passiert, so wie gerade jetzt. Dann schipper ich nur ein bisschen vor mich hin, sammle hier ein bisschen Gold ein und versuche irgendwas vor mich hin zu blubbern. Hier scheint wieder irgendein großer Hafen zu sein, weil wir haben unten nicht die Leiste. Gut, dann werde ich jetzt mal hier, vielleicht sollte ich einfach in der Mitte draufhalten. Also gleich in die Mitte fahren, wenn das wieder so ein großer Hafen sein sollte. Der letzte, der war ja riesig. Also die Insel war riesig. Der Hafen entsprechend auch. So, hier gibt es sonst nichts weiter. Das ist ja faszinierend. Oder auch nicht. Gut, dann versuche ich es jetzt mal hier in der Mitte. Ab durch die Mitte. Ah, was haben wir denn hier? Devil Rock haben wir erreicht. Gut. Dann würde ich doch mal sagen, gehen wir doch mal in den Hafen. Wir können reparieren. Taverne. Ein bisschen reparieren wäre vielleicht noch eine Option. Ja, komm. Ein bisschen. So ein paar Pünktchen. Dann haben wir noch 77 Gold. Damit können wir uns leider sonst nichts mehr kaufen. Obwohl. Healing Rate. Brauchen wir die? Ich würde mal sagen, ich möchte erst noch mal gucken, was gibt es denn hier für Crew. Aber Moment, warum ist hier das Gelb? Das bedeutet nur, dass das maximal ist. Sehe ich das richtig? Ja, und Crew haben wir eigentlich genug. Also vielleicht, wenn wir uns irgendwann mal ein größeres Schiff kaufen sollten, dann wäre das noch eine Option. Denn dann sage ich doch jetzt mal, hier sind die Schiffe und hier wird angezeigt, was es denn für, wie viel Upgrade-Slots es denn gibt, oder? Ich sehe da jetzt auch nicht so wirklich den Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Selbst bei diesem Riesenschiff hier. Vielleicht noch eine Waffe mehr, aber das war's dann auch, oder? Gut, ich würde mal sagen, wir haben noch genug, wir haben noch halbwegs genug Nahrung. Ich rüste jetzt mal das hier auf. Dann kann sich die Crew schneller heilen. Gehen wir mal zurück in den Hafen und dann erforschen wir doch mal die Stadt. The port town is ramshackle and sparse, many houses lying empty. You find a sorry looking trading shack at the proprietor Mutters direction to someone who apparently is capable of helping. Oh, ja, da ist halt, die Häuser sind alle leer, aber wir finden da jemanden, der helfen kann. So, as you approach your supposed destination, a pair of filthy street urchins lob a chunk of dull stone into a puddle next to you. The water steams for a split second before exploding, soaking your breeches. The children flee, shrieking with laughter, and you can't help but be impressed by their small demonstration. You arrive at a hut that stands apart from the others, with strange symbols painted over the door. This is the place. Ja, hier war halt noch eine kleine Geschichte. Und wir haben unser Ziel erreicht. The door is yanked open by an older man, with beard oiled into multiple points at inconsistent angles. His face is a mess of many small scars and one of his eyes is glass, painted with a crude iris. You've seen some salty sea dogs in your time, but this guy takes a biscuit. He clearly isn't one for formalities, so you come right out with it. You are in the business of hunting exotic sea fauna and need a tactical edge.
You attempt to flatter him by explaining that Devil Rock's recent infamy and his reputation led you here. Ja, da haben wir doch wen gefunden. He sets off on accounts of his glory days spent fishing and exploring using Devil Rock. They would seal nuggets of the dark rock in all spherical containers packed with sand. Then it was just a matter of finding a shoal and dropping it overboard, where, once deep enough, the pressure would force water in and set off the reaction. He mimes a huge vertical torrent of water. He considered it good luck, he winks. If a fish chunk landed on your head, you make a quick calculation how much Devil Rock would be needed to surface something as big as a Kraken, and quickly resolve it will take out half of your ship at the same time. Hardly ideal. Ja, das ist das Problem. Wenn wir die Hälfte davon in unserem Schiff brauchen oder den Platz wegnimmt, die Hälfte unseres Schiffs, für die Krake. Did you ever experiment with launch methods like firing it from a mortar? The man looks blankly at you for a second before a large smile creases up his gnarled features. I like your style, he proclaims, but no, we never needed to. He rummages around in his pockets and produces a small pebble. He places it on a platter atop a large chest, grabs a nearby candle, and passes the flame slowly back and forth over the stone. Instinctively, you flinch and make to cover your eyes, but he just grins again. Friction or heat do nothing. Only water. Ja, das Zeug entzündet sich oder explodiert nur, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Aber nicht zum Beispiel hier bei Hitze. We need to do some tests, but thank you. The man's eyes has lit up. He is desperate to be a part of this experiment and volunteers some supplies from the good old days. His only request is that he can accompany you for the test. You agree, but will have a lot of explaining to the crew to do before they are happy with you bringing a soluble high explosive on board. Let's find a secluded spot for our little test. Gut. Wir sollen jetzt die Devil Rock Munition testen. Und hier müssen wir dann hin. Dann probieren wir das doch mal. So, was haben wir denn hier? Man the mortar when it is ready to fire, aim at an area of sea to launch the Devil Rock round. Gut, ja, wir haben ja wen am Mortar, dann schießen wir da die Munition nochmal. Bam. Das ist echt eine große Explosion gewesen. Your guest dances a little jig, ecstatic at the successful test. This just might work. Back to port to collect more Devil Rock supplies. Dann mal nichts wie zurück zum Hafen. En route, your guest sidles up to you. The amount of Devil Rock you plan to fire, you are not just after a few hordes or a trophy, are you? You hesitate, but figure the knowledge won't hurt him if he even believes you. No, we hunt a Kraken and it hunts us. After a pregnant pause, he replies, I've lived through many seasons, most of them spent at sea. I have seen things men would mock to me to hear tell. In a lengthy pause, I believe you, and were I a few score seasons younger, I'd join you to see for myself. You adjust the wheel, your sleeve rides up, revealing the edge of your cult tattoos. It does a good job of pretending not to notice, and you sail the rest of the way into port in silence. Okay. You mull over your next steps. You need a place to make a stand, as it were. Back in port, you make preparations for your departure. Balin is brilliant and helpful, carefully measuring and packing out enough Devil Rock to take care of a dozen Kraken. He shows you a sphere container wrapped in an extra layer of oily bandage. This will help keep it safe in bad weather, but should slip off easily underwater. Be no fun if the damn thing went off in your hands or hold, would it? It cackles. You have a little time left until your crew have readied themselves. How do you spend it? Oversee activity up in the ship, head back to and explore the port. Ja, was wollen wir denn machen? Wollen wir schauen, dass das alles vernünftig läuft auf dem Schiff, oder wollen wir den Hafen weiter erforschen? Ich würde mal sagen,
Wir gehen doch einfach noch mal in den Hafen. Ja, aber das bringt halt nichts. Ich dachte, man hätte jetzt hier irgendwie noch eine andere Möglichkeit. Gut, dann gehen wir mal wieder auf See. You, your crew and the ship, heavy with Devil Rock, are finally ready to depart. Balin is about to disembark, as you stop him to ask a final favor. We need somewhere to corner the Kraken if you want these things to hit. Add to Pyman's Cove, Balin replies, tapping his grizzled nose with a finger. Here, I'll mark it on your chart. It's a horseshoe bay with some deadly undercurrents. Many a whale and a ship have run afoul of that little place. If you don't panic, you can ride a swell back out, but at the right tide. Not even a Kraken would be able to escape. Oh, wir haben jetzt von ihm Tipp bekommen, wo wir dem Kraken eine Falle stellen können. Thanks Balin for all his help. Thank Balin for all his help. He nods solemnly as you do so. I know this has something to do with that damned cult. You're clearly connected somehow, but I hardly think you are on the same side. That your business. All I know is their trouble and they smell weird. Strike them and their little pet a blow and make damn sure you come back and tell me how it went. Ja, das habe ich natürlich vor. So, dann haben wir das jetzt. Ich möchte aber noch mal kurz, bevor wir weiter schippern. Moment, ich drücke mal kurz. Nee, M war es nicht. Genau, war das hier. Wir haben jetzt hier doch noch ein paar Events bekommen. Auch da unten. Jetzt lädt sich da. Jetzt haben wir die Leiste da unten auch wieder. Alles klar, gut. Dann müssen wir jetzt mal wieder so 7 Events erledigen. Was haben wir hier? A ship is fast approaching clearly with hostile intent. Ja, ich gehe jetzt mal in den Kampf. So, die stehen mal wieder alle auf der falschen Seite. Dann würde ich doch mal sagen, du gehst dann dahin und nee, beide markiere ich jetzt nicht. Du gehst dahin und du gehst bitte dahin und du gehst da noch dahin. So. Gut, dann wo schießen wir denn mal hin? Da das gleiche Spielchen wie immer. Mörser ist gleich schon bereit. Gut, dann schießen wir mal mit dem Mörser dahin. Und ich möchte mich natürlich wieder annähern. Dazu müssen wir mal wieder auf den Mast schießen. Ja, das können wir noch nicht benutzen. Aua, das hat ja reingehauen. Das sah zumindest sehr rabiat aus. So, Mörser ist auch wieder ready. Gut. So, jetzt können wir aber auf die Besatzung schießen. Dann machen wir das doch mal. Du schießt mal wieder da drauf und gehst dann hier mit an die Kanonen. Mörser ist ready. So. Das ist auch ready. Dann schießen wir doch mal so. Hab sogar noch alle drei erwischt. Und ich würde mal sagen, wir werden gleich mal das Schiff rammen. Bevor ich das noch vergesse, machen wir das doch jetzt. Bam. Bam. Und versenkt. Ach, das macht echt Spaß. Gegnerische Schiffe zu rammen und sie damit zu versenken. Das ist echt cool. Vor allen Dingen, wenn man dann hier noch so Stacheln an der Seite hat. Plus 40 Gold. Oh, das ist schon mal ein bisschen mehr. So. Ich lasse die Leute jetzt einfach hier. Oder sie sollen wieder zurück auf ihre Position. Machen wir das mal. Ja, komm. Leave Combat. Irgendwo kann man das doch noch mal umstellen, oder? War das denn? Hier vielleicht? Turn your ship around. Okay. Müssen wir das bei jedem Kampf machen? Gab es da nicht eine Möglichkeit,
dass das dann immer so andersrum steht. So, da haben wir noch Nahrung, die möchte ich gerne mitnehmen. Und ja, da unten war noch jede Menge Quests. Genau, plus 69, wow. Das ist ja schon fast Luxus hier. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren dann hier links so rum und dann da so hoch. Dann nach Möglichkeit da durch das Tor. Das heißt nach Möglichkeit auf jeden Fall. Gleich haben wir aber wieder so einen ollen Kultisten am Hintern. Was haben wir denn hier? Ja, da ist ein Schiff. Gut, dann auf ins Gefecht. Oh, wir können auch gleich schon ranfahren. Gut, dann kannst du nämlich gleich damit an die Kanone gehen. Und die schießen mal dahin und die schießen mal dahin. So, ein bisschen den Schaden verteilen. Wir können da auch nicht so viel reparieren. An der gleichen Stelle. So. Das passt nicht gut. Dann geht das nur bei den beiden. Sieht noch soweit echt gut aus. Ist auch relativ ruhige See. Dann gehen wir doch mal wieder in den RAM-Modus. Bam, das haut echt rein. Das macht echt Damage. Schon cool. So. Ich habe aber auch noch nie ein gegnerisches Schiff geentert. Habe ich bisher auch noch nicht so wirklich gebraucht. Also lief doch bisher auch so immer ganz gut. Plus 23 Gold. Wunderbar. Alle wieder zurück, bitte auf ihre Position. Und den Kampf verlassen. So, was haben wir denn jetzt hier? Was bist du denn? Approaching a vessel. Nein, ich werde die jetzt nicht angreifen, auch wenn die schwer beladen sein sollen. Was haben wir hier? Da ist ein schwer beschädigtes Schiff, dann fahren wir da mal hin. Was haben wir hier? Plus 23 Gold, plus 17 Nahrung. Wunderbar, jetzt haben wir schon 142 Nahrung. Ah, Kultschiff mal wieder. Naja, Nahrung, es sind halt Versorgungsgüter. Aber das ist ein Fischsymbol, von daher würde ich mal sagen, es ist Nahrung. So. Gut, ihr seid alle auf der richtigen Seite. Ich möchte mich da schon dem Schiff annähern. Kanonen schießen bitte mal dahin und dann dahin. Du schießt wieder hier auf den Mast. Mörser ist gleich auch schon ready. Gut. Aber. So, kann ich schon? Kann ich schon? Ich glaube, ich kann schon, oder? Ja. Diesmal auf die gegnerischen Kanoniere. So. Da kommt ein Halifron. Der ist aber gleich an der richtigen Stelle bei ihm. So, ich schieße nochmal auf den Mast. Das sah nämlich eben so aus, als ob die abhauen wollten. Also sich wieder entfernen. Ich glaube, der schafft das nicht alleine. Kriege ich da nochmal einen hin. So, du kannst jetzt wieder hier an Mörser. Du kannst jetzt wieder auf die Besatzung schießen. Das ist natürlich jetzt blöd mit der Suppe. Du schießt wieder auf den Mast. Ja, Tatsache, die wollen immer abhauen. Aber nicht mit mir. Ihr bleibt schön hier. Gehst mal wieder da dran. Wir schießen weiter auf den Mast. Und Mörser haben wir ja auch noch. Und jetzt würde ich doch gerne mal.
das Schiff rammen. So. Weiter auf den Mast schießen. Das ist zu weit weg, ne? Ja, befürchte ich. Gut, dann schießen wir mal dahin. Du schießt weiter auf den Mast und du schießt weiter auf den U. Und ich, ja, ich kann jetzt nicht rammen, weil das hier beschädigt ist. Sehe ich das jetzt richtig? Moment, wer kann denn von denen gut reparieren? Ah, wir. Gut, dann werden wir doch jetzt mal hier etwas... Moment, du sollst... Ach, ich muss da drauf klicken. Okay, verstehe. Komm schon. Kann langsam mal sinken. Das jetzt gereicht? Ja, das hat, glaube ich, gereicht. Gut. Wir lassen ihn mich mal weiter reparieren. Vielleicht kriege ich da ja noch ein bisschen Erfahrungspunkte. So. Repairing. Bin gerade am Überlegen. Ich bin ja der Captain. Sollte ich dann ans Ruder gehen oder der Navigator? Das ist jetzt die Frage. Moment, was ist denn Reload hier? Das können wir gut. Navigator kann gut navigieren. Oder ist das egal? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Von daher, ach, gehen wir mal hier aus dem Kampf raus. Und wir brauchen noch eine Quest. Da unten ist noch was. Dann schauen wir doch mal, was sich hier befindet. The cry goes up. A ship is seen in the distance. Ja, gut. Nächster Kampf. Die Leiste fühlt sich jetzt echt fix hier unten. Das ist auf jeden Fall schon mal echt gut. So, und wir kommen auch schon näher. Das ist ja auch schon super. Kanonen, du schießt dann mal hier auf alle vier. Mörser schießt dann mal hier in die Mitte. So ein bisschen den Schaden verteilen. So, ich kann jetzt schon rammen. Bam! Wow. Das Schaden, das ist der Wahnsinn. So, du gehst mal wieder mit an die Kanone. Du schießt jetzt auf die Leute. Mörser, schieß mal bitte dahin. So, und das war's gleich schon. Bam! Nochmal hinterher. Nochmal einen mitgeben. Ah, wir haben jetzt aber schon ein bisschen... Lebenspunkte wieder verloren. Lebenspunkte. Oder wie nennt man das bei einem Schiff? Hülle, Hüllenschaden, Hüllenlebenspunkte. Ich weiß es nicht. So, alle mal wieder fix zurück auf ihre Position. Gut. Damit hätten wir dann hier alles. Aber ich möchte, wir müssen ja eh da hoch. Deswegen fahre ich doch einfach mal hier nochmal lang. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Gold oder ein bisschen... Versorgungsgüter. Moment, ich bin schon zu weit, ne? Ja, ich bin in der Tat zu weit. Gut. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Find Pullman's Cove. Okay. Wieder was finden. Moment, ich drücke mal kurz M. Das befindet sich da hinten. So. Lässt sich die Leiste eigentlich zurück? Ich bleibe einfach mal hier unten. Glaube ich. 25 Fisch gibt es da. Hier gibt es auch 25. Ja, 25 Fisch. 25 Versorgungsgüter. Wie soll ich das sonst nennen? So, klar. Hat sich zurückgesetzt. Wunderbar. Und
Ich würde mal sagen, wir suchen uns gleich mal wieder einen Hafen. Können wir unser Schiff ein bisschen reparieren? Und das machen wir dann aber eben erst im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.